Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist die Degusta-Box bei mir eingetroffen. Und wenn du erfahren möchtest, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box erscheint monatlich, ist eine Foodbox und du solltest dir definitiv was zu essen holen, denn ich esse dir gleich was vor. Ja, genau. Ich habe eine Kooperation mit der Degusta-Box, sodass mir die Box kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, dass ich die hier im Video zeigen kann und dass ich auch eine Box an einen von euch verlosen kann. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Es ist etwas passiert, was nicht hätte passieren sollen. Und zwar hatte ich dieses Video schon gedreht, nur leider wollte ich gerade das Video auf meinen Computer laden und da zeigte mir meine Speicherkarte an, beziehungsweise mein Computer, dass die Datei defekt ist. Toll, das heißt, ich habe alles hier schon ausgetestet und vernascht und so und habe auch schon meine Meinung darüber. Ja, nur leider kann ich diese First Impression nicht mehr mit euch teilen. Ich hoffe, das ist okay. Ich werde die Sachen dennoch hier nochmal probieren und so weiter und auch meine Meinung dazu sagen. Aber ja, es ist halt leider nicht die First Impression. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, denn ich liebe es eigentlich in den Unboxings immer meine First Impression, meinen ersten Eindruck, mein erstes Geschmackserlebnis, wie auch immer, mit euch zu teilen. Naja, nichtsdestotrotz werden wir das Ganze jetzt einfach mal durchziehen, okay? Hier ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Dieses Mal ist das Motto Osterbrunch, was richtig, richtig cool ist. Ostern steht ja quasi vor der Tür und dementsprechend braucht man auch Produkte für einen Osterbrunch, sofern es ja möglich ist, dass wir alle Ostern auch zusammensitzen können. Wir gucken mal und wir klopfen auf Holz. Genau, hier sind die Produkte abgebildet mit Preisen und Informationen dazu. Hier sind auch noch Rezeptideen und so mit dabei. Dann ist hier auch die Information, dass es so eine Special Box gibt, die Degusta Box Selection. Bekommt man für 22,49 anstatt für 24,99 mit 30 Euro Warenwert, wenn man den Code SELECTION10 eingibt. Ich habe übrigens auch für die Box an sich einen Gutscheincode, den ich dir hier mal einblende, wenn du die Box vielleicht abonnieren möchtest oder so. Ich verdiene da nichts dran, es ist einfach nur, um euch entsprechend noch einen Code mit an die Hand zu geben. Genau, hier ist auch noch ein Gewinnspiel, wenn du die Produkte in der Box bewertest. Und wir starten jetzt einfach mal. Was war denn das Erste? Das Erste, was ich aus der Box herausgefischt habe, ist dieses Salz. Das ist ziemlich witzig. Das ist Saldoro Meersalz, dieses Produkt. Und ich habe es eben probiert. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Das hat eine richtig schöne Körnung. Ich finde, das sieht auch wirklich sehr, sehr edel aus und sehr schön. Wir füllen tatsächlich so grobes Meersalz immer in so einen Streuer, den man halt so drehen muss, damit unten dann Pulver rauskommt. Genau so. Und genau. Sowas hatten wir auch schon mal so in der Art in der Degusta-Box drin, aber ich glaube, das war rosa. Weiß ich nicht, ob das von der gleichen Marke war. Das ist von der Rieselfähigkeit her sehr, sehr schön, weil das sehr gleichmäßig auch ist von der Körnung her und vom Geschmack her. Schmeckt es einfach wie Salz. Aber schmeckt gut. Also ich freue mich drauf, das auf jeden Fall in unseren Ratscha zu machen. Ich weiß gar nicht, Mühle nennt man das. Mühle. Salzmühle, genau. Und das kann man auch schön beim Osterbrunch über die Eier geben, ne? Als nächstes haben wir hier, habe ich, wie man sieht, schon ein bisschen was draus getrunken, von Salita eine Alpenvollmilch aus Allgäuer Milch. Das ist diese Milch. Ja, Milch brauchst du zum Kaffee, zum Müsli, brauchst du zum Kakao und wenn man Salz gegessen hat und was nachspülen muss. Aber es ist einfach ganz normale Milch. Ja, es ist halt in der Glasflasche, was ich ziemlich cool finde. Eine Vollmilch mit 3,5% Fett. Die wird bei uns ziemlich schnell leer sein. Also wir trinken uns meistens abends vorm Schlafengehen, also am Bett tatsächlich, einen Kakao noch. Also dass wir selber uns einen Kakao so hinstellen. Abends auf der Couch trinken wir uns noch einen Tee. Und deswegen, ne, das kommt auch in die Milch mit rein vor allem. In den Kaffee bei mir mit rein. Das kommt über Cornflakes, wenn ich mir abends Cornflakes esse. Deswegen ist es einfach ein Produkt, was wir durchaus gebrauchen können, was nicht nur zum Osterbrunch passt, sondern halt auch in dem Sinne in das ganz normale alltägliche Leben, ne? Grundnahrungsmittel und so. Ja, das ist halt lecker, weil es Milch ist. Ich mag Milch. Passend zu der Milch haben wir hier auch mit drin von Köln Haferkissen, knusprige Haferkissen mit Zimt. Erinnert natürlich so ein bisschen an die Cinnaminis, die man so kennt, ne? Oder heißen die überhaupt so? Weiß ich nicht.
die mochte ich damals nicht so gerne, weil die mir von der Art und Weise, von dem, wie die halt gemacht war, nicht so gefallen haben. Die hier sind so schöne Kissen. Die Kissen mag ich per se gerne. Erinnere mich so ein bisschen an Hamsterleckerlis, die ich damals meinen Hamstern gegeben habe. Jo. Schmecken aber richtig gut. Ein bisschen dieses Hafer schmeckst du, dieses natürliche. Und vom Zimt her nur so ein Hauch, ne? Ist jetzt nicht für mich unbedingt etwas, was ich so ganzjährig essen würde. Es ist eher so ein Weihnachtsprodukt, finde ich irgendwie. So Zimt ist sowieso eher so Weihnachten für mich in meinem Kopf. Aber für mal so zwischendurch ist es eigentlich ganz lecker. Als nächstes hatten wir hier eine Teeprobe mit drin von Messmer plus Vitamin D. Vitamin D können wir immer sehr gut gebrauchen. Und das ist jetzt mit Granatapfel und den Tee wollte ich mir nämlich gleich aufgießen. Genau, das werde ich auch gleich tatsächlich tun, wenn ich das Video schneide, weil ich einfach Bock auf den Tee habe. Und wir haben es jetzt 16:45 abends. Da kann man sich auch mal einen Tee gönnen, ne? Es ist zwar sonnig draußen, aber es ist ziemlich kalt. Also unser Teich war heute auch, heute Morgen zugefroren. Also da muss man echt aufpassen. Und Sammys Napf, da wo das Wasser drin ist draußen, das war auch Eis. Also wird doch noch etwas kälter, deswegen Teezeit ist immer noch da. Und Vitamin D können wir jetzt noch sehr gut gebrauchen, finde ich. Denn die Sonne hat noch nicht so den Stand, dass die Haut quasi Vitamin D selber produzieren würde, wenn die Sonne drauf scheinen würde. Ja, ne? Deswegen führe ich mir das auch gerne noch in Form von Tee oder in Form von Tabletten zu. Das nächste Produkt, was ich in der Box gesehen habe, finde ich ultra geil. Denn das ist die geilste Marmelade, die es gibt, meiner Meinung nach. Nicht nur von der Form von dem Glas her, das ist die Glückmarmelade, sondern auch von dem Geschmack her. Ich finde, dass die Glückmarmeladen sehr intensiv sind und das hat mir extrem gut gefallen, als ich die das erstmal probiert habe. Und ich glaube, ich hatte die damals auch zum ersten Mal in der Degusterbox mit drin. Ja, und das ist jetzt mit Heidelbeeren. Heidelbeeren sind auch sehr, sehr gesund. Die sind sehr vitaminreich und ich habe auch gehört, dass man diese Gläser sehr gut verwenden kann, um da zum Beispiel so einen Glaskuchen oder sowas drin zu machen, dass viele das tatsächlich auch verwenden. Weil der halt auch echt eine schöne Form hat. Der Glas. Genau. Und ja, genau. Ich freue mich drauf, die zu verwenden, die zu essen und die zu vernaschen. Und die wird relativ schnell bei uns leer gehen, weil Marmelade esse ich im Prinzip täglich. Und deswegen finde ich das ganz geil, dass die mit drin ist. Ich mag Glückmarmelade. Passend zu der Marmelade haben wir tatsächlich hier etwas drin, was ich ultra krass feiere. Ja, das ist von Harry. Eine Packung mit 4 Brötchen drin, Aufbackbrötchen. Ich habe letztens noch zu meinem Freund gesagt, letztens ist gut, gestern oder vorgestern, Schatz, wir brauchen noch Brot, weil wir wollten einkaufen fahren, haben da Kaffee, Kakao, Milch geholt, genau. Und ich wollte eigentlich auch noch Brot holen und habe es voll vergessen. Und da habe ich mich mega gefreut, als ich das eben aus der Box rausgezogen habe, weil hier hast du einfach Brötchen drin. Leute, voll geil. Die werden zu Hause verwendet, die werden gegessen und das ist Schweizer Weckli rustikale Brötchen mit original Schweizer Ruchmehl. Keine Ahnung. Mein Freund mag sehr, sehr gerne diese dunklen Geschichten. Der isst auch immer viel diese Roggenbrötchen, Roggenbrot und so ein Kram. Mag aber nicht so gerne, wenn da so ganze Körner drin sind. Und dann streiten wir uns immer, weil ich möchte lieber so Körnerbrötchen haben, weil die gesünder sind. Er möchte lieber Weizenbrötchen haben, weil er keine Körner drin haben will. Das ist perfekt, weil das ist so unsere Zwischenlösung, unser Kompromiss. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich an der Degusta-Box an sich so sehr feiere, dass du da halt nicht nur außergewöhnliche Produkte drin hast, sondern dass du da auch so Grundnahrungsmittel, Milch und Brötchen und so mit drin hast. Finde ich richtig klasse. Doch, das gefällt mir richtig gut. So, als etwas besonderes Produkt haben wir hier von Rücker und da freue ich mich ehrlich gesagt jetzt drüber, dass ich die Box ja schon mal ausgepackt habe, weil den kann ich jetzt ja wieder probieren. Friesischer Hirtenkäse in Öl mit Kräutern. Das sind eigentlich Salatwürfel, sprich, dass du das über, ja, so Blattsalat drüber machst, ne? Ich esse die jetzt einfach mal so. Ich mag die nämlich sehr gerne. Wir hatten das schon mal in der Box mit drin. Und das ist tatsächlich auch so mit hier mit Öl. Ne? Das Öl kann man natürlich auch verwenden, um das über Salat drüber zu machen, um es zum Kochen zu verwenden. Ne? Das sollte man nicht wegtun, weil das ist echt schön gewürztes und sehr, sehr leckeres Öl. Hier ist ein Salatwürfel drauf. Oh ja, komm zu Mama. Hm. Voll meins. Ich könnte das komplett leer essen, Leute. Da braucht man gar keinen Salat für. Mega lecker. Ja. Ne? Ich weiß noch nicht, was ist das für ein Öl? Habe ich immer noch nie nachgeguckt. Rapsöl. Ja, Rapsöl mit Kräutern. Rapsöl kannst du ja zu allem Möglichen verwenden. Zum Kochen, zum Braten, zum Essen. No. Zum Einlegen von
geilen Hirten Käsestückchen. Passend zum Salat haben wir hier auch etwas von Knorr mit drin. Und zwar sind das so drei Tütchen. Das sind diese hier. Und die sind gefüllt mit verschiedenen Dingen. Da haben wir zum einen Salatkerne-Mix mit Cranberries und Haselnüssen. Mega cool. Also das kannst du einfach dann nehmen, über den Salat drüber machen. Das könnte man theoretisch auch mit zur Arbeit nehmen. Und wenn man da halt sich... Ja, eigentlich holst du dir eher den... Ja, egal. Wenn du dir da den Salat quasi frisch anmachen würdest, könntest du dir die Hirtenkäsestückchen mitnehmen und das. Oder halt, wenn du das zum Osterbrunch machst. Wobei, da würde ich jetzt eher weniger Salat essen. Aber gut. Mega, mega. Freut mich. Cranberries, voll gesund. Dann haben wir Salatkerne-Mix mit Mais und Paprika. Das fand ich sehr interessant, dass da auch Mais mit drin ist. Weil ich so ein bisschen die Bedenken habe, ob der Mais nicht vielleicht ein bisschen zu hart ist. Aber keine Ahnung, das muss auf jeden Fall getestet werden. Und da habe ich richtig Bock drauf, ja. Die Paprika ist da halt sehr, sehr klein drin, sehr kleine, trockene Stückchen. Da weiß ich nicht, ob man die dann so großartig schmecken wird, aber fand ich ganz spannend. Und dann haben wir hier noch einen Salatkerne-Mix mit Edamame und Mandeln. Edamame sind irgendwelche Sojabohnen, diese grünen Dinger, die man da auf der Verpackung sieht. Sagt mir überhaupt nichts, muss ich mal probieren, bin ich auch sehr gespannt drauf. 100% natürliche Zutaten, finde ich cool. Und hab den jetzt für drei Salate auf jeden Fall so Mischung für. Finde ich gut. Dann zusammen mit dem Öl, das dann da drüber machen. Und dann brauchst du halt auch kein Dressing. Das finde ich sehr, sehr geil. Kommen wir nun zu dem etwas süßen Part fast schon. Und da haben wir einmal hier drin Schoketten mit Skier. Skier kenne ich irgendwie auch nur aus dem Supermarktregal. Habe ich noch nie selber probiert vorher. Und Schoketten sind sehr, sehr lecker. Finde ich. Ich finde es sehr, sehr praktisch, dass die hier so einzeln abgepackt drin sind. Ich finde es großartig. Ja, man sieht, ich habe schon zwei genascht. Ich mag eigentlich nicht so gerne, das muss ich vorab mal sagen, Schokolade mit Joghurt drin. So Joghurette oder sowas. Das ist nicht so meine Welt. Das mag ich nicht so gerne, weil ich diesen säuerlichen Geschmack und auch diesen Fruchtgeschmack nicht so gerne mag. Skier schmeckt ja ein bisschen säuerlich, aber in dieser Kombination mit den Schoketten gefällt mir das richtig gut. Das sieht so ein bisschen aus wie Kinderschokolade, ne? Weil du da drin diese Füllung hast. Ist auch ein bisschen säuerlich, aber wirklich lecker. Als nächstes haben wir etwas drin, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil das ist eigentlich nicht etwas, was für mich was mit Osterbrunch zu tun hat. Das ist von Inner Bio Nudeltasse Brokkoli. Ne? Kann man aktuell jetzt nicht unbedingt mit auf die Arbeit nehmen. Also im Homeoffice kann ich das dann quasi essen. Ich denke, dass es schmecken wird. Ja, das ist halt so ein Tassengericht, ne? Aber ich finde, dass es überhaupt nichts mit Osterbrunch zu tun hat. Und dementsprechend eigentlich auch nicht in diese Box gehört. Aber sei es drum. Dann haben wir hier etwas drin, was ich cool finde. Und zwar von Manna. Mit Mozart. Mozart ist hier mit drin. Das heißt so, weil diese Manna-Viecher, die hier drin sind, mit Schokolade ummantelt sind. Und dadurch, dass da ja auch irgendwas mit Mandeln mit drin ist, so ein bisschen... nach Marzipan auch noch schmecken. Ich mag es richtig gerne. Ne, da drin ist einfach dieses Manna-Ding. Diese Manna-Waffel. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie voll lecker. Obwohl ich jetzt nicht der Ultra-Marzipan-Fan bin, mag ich das ja gerne. Mandel-Haselnuss-Waffen in Schokolade getunkt. So, dann haben wir noch einen kleinen, aber feinen Snack hier drin. Und zwar von Reishunger. Die Dinger sind mein absoluter Favorit aus der Box. Das sind nämlich diese Reiscracker mit Sweet Chili und Sour Cream. Und diese Kombi, Leute, ist mega. Man kann das so rausziehen und hat hier dann so Oblatenviecher drin. Warum es zum Osterbrunch passt, habe ich eben für mich herausgefunden, weil es einfach aussieht wie ein Osterei. Ansonsten passt es einfach überhaupt nicht zum Thema Osterbrunch. Keine Ahnung. Ich habe mir das eben auf die Zunge gelegt. Boah, mir läuft jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen, wenn ich dran denke, weil ich das so lecker fand. Dann kommt quasi auf die Zunge dieses Sweet Chili zusammen mit Sour Cream. Dann beißt man drauf und hat dann diesen Hauch von Reis im Mund. Das ist so lecker. Also nicht so stark gewürzt tatsächlich, aber für mich 1A und optimal. Eine minimale Schärfe hast du mit dabei, aber die ist auszuhalten. Und ich finde es einfach lecker. Ja, und wenn man dann irgendwie Ostern herausfindet, dass man doch irgendwie alleine feiern muss, hat man wenigstens ein bisschen Stoff, und zwar von Spezero.
einmal mit Pink Grapefruit und einmal Secco Bianco. Prost. Und das, ihr Lieben, war jetzt die Degusta-Box von März 2020. Hat mir gut gefallen. Ich fand die wirklich sehr, sehr cool. Abwechslungsreich durch sowohl Grundnahrungsmittel als auch ein bisschen was Spezielleres. Und ja, vielleicht geht diese Datei ja auch wieder kaputt und dann muss ich nochmal drehen, dann kann ich nochmal essen. Ansonsten werde ich das Ganze mal ganz entspannt im Schnitt vorm Tisch, vorm Laptop essen und ja, das Ganze genießen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir bitte, bitte, bitte ganz einfach gut gehen. Bleib gesund. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!